Porgy and Bess von George Gershwin. Die Handlung wird präsentiert von Opera Inside, dem Online-Opernführer. Die Personen: Porgy, ein verkrüppelter Bettler. Bess, eine junge Frau und Freundin von Crown, später von Porgy. Crown, gewalttätiger Liebhaber von Bess. Serena, gläubige Frau des Fischers Robbins. Clara, Frau des Fischers Jake. Sporting Life, Drogenhändler aus New York. Charleston in den 20er Jahren. Die Catfish Row wurde von den Weißen verlassen. Nun leben arme Schwarze in den heruntergekommenen Häusern. In einem Haus sind Paare am Tanzen, Jazz Bo Brown sitzt am Piano. Neben der Tanzfläche steht Clara, die Frau des Fischers Jake. Sie singt ihrem kleinen Sohn ein Wiegenlied. Die Männer sind auf der Straße beim Würfelspiel. Claras Kind bleibt unruhig und Jake versucht, das Kind zu beruhigen. Da trifft Porgy ein. Er ist ein Krüppel, der nicht laufen kann. Er bewegt sich mit Hilfe eines kleinen Wagens, der von einer Ziege gezogen wird. Jemand erzählt, dass Crown bald komme. Als Porgy sich erkundigt, ob Bess bei Crown sei, wird er aufgezogen, ob er verliebt in sie sei. Der brutale Crown erscheint. Er wird begleitet von Bess, seiner Freundin. Die Leute mögen sie nicht, sie denken, sie sei eine Hure. Porgy ist am Würfeln und beschwört sein Glück. Crown mischt sich ins Würfelspiel ein. Er ist betrunken und provoziert die Spieler. Als er Robbins des Fallspiels bezichtigt, kommt es zu einem Handgemenge der beiden, bei dem er Robbins mit einem Baumwollhaken ersticht. Crown flieht und lässt Bess zurück. Bald wird die Polizei auftauchen, und alle verschwinden in ihre Häuser, einzig Bess findet keinen Unterschlupf. Niemand will sie aufnehmen. Der Drogenhändler Sporting Life drängt Bess Happy Dust auf und bietet ihr an, sie nach New York mitzunehmen, doch Bess lehnt ab. Da öffnet sich eine Tür und Porgy verscheucht Sporting Life. Dankbar betritt Bess seine armselige Wohnung. Am nächsten Morgen. Robbins Leiche liegt auf dem Bett im Hause seiner Frau. Die Trauernden sind um das Totenbett versammelt und spenden für die Beerdigung. Als Porgy und Bess erscheinen, reagieren die Leute feindselig auf die Freundin des Mörders. Ein weißer Detective platzt in die Gruppe. Er sucht Zeugen und geht die Trauernden grob an. Weil alle behaupten, nichts gesehen zu haben, nimmt er aufs Geratewohl Peter in Beugehaft. Als die beiden weg sind, trauert Serena um ihren Mann Robbins. Der Leichenbestatter erscheint und das Geld reicht kaum für die Bestattung. Nachdem die Leiche weggeschafft worden ist, stimmt Bess ein tröstendes Spiritual an. Am nächsten Tag in der Catfish Row. Die Fischer reparieren ihre Netze. Jake will trotz des rauen Wetters mit dem Boot in die Fischbänke fahren. Er will genug Geld verdienen, um seinem Sohn später den Besuch einer guten Schule zu ermöglichen. Porgy ist zufrieden. Er lebt mit Bess zusammen und preist sein freies Leben als Bettler. Ein Winkeladvokat erscheint. Er bietet Bess an, sie für einen Dollar zu scheiden. Porgy ist bereit, dafür zu bezahlen, obwohl Bess nie verheiratet war. Als ein Bussard vorbeifliegt, verdüstert sich Porgys Stimmung kurz, weil er den Vogel als schlechtes Omen deutet. Sporting Life ist zurückgekommen, um Bess zu holen, doch sie schickt ihn weg. Es ist Sonntag und die Leute beschließen, auf die Insel zum Picknick zu gehen. Porgy kann wegen seiner Behinderung nicht mit, Bess will bei ihm bleiben. Porgy überredet sie mitzugehen, damit sie etwas Zerstreuung findet. Die beiden gestehen sich ihre Liebe und Bess schließt sich der Ausflugsgesellschaft an. Auf Kittiwash Island. Die Gruppe erlebt einen ausgelassenen Tag am Strand. Als sie abends zum Schiff zurückgehen, trifft Bess überraschend auf Crown, der sich auf der Insel versteckt hält. Mit einer Mischung von Gewalt und Überredungskunst zieht er sie in den Busch. Das Boot verlässt die Insel ohne Porgys Freundin. Am nächsten Tag geht Jake wieder zu See und Peter wurde aus dem Gefängnis entlassen. Aus dem Haus von Porgy hört man Bess fiebrige Schreie. Sie ist nach 2 Tagen krank zurückgekehrt. Susanna geht zu ihr, um sie gesund zu beten.
Das ist günstiger, als den Arzt zu rufen. Bald geht es Bess wieder besser. Porgy weiß, dass sie Crown gesehen hat. Sie erzählt ihm, dass Crown sie nach dem Sommer holen will. Bess will bei Porgy bleiben und bittet ihn, sie vor Crown zu schützen. Clara ist nervös, denn das Meer ist unruhig. Ein Gewitter zieht auf und die Hurrikanglocken beginnen zu läuten. Alle sind in Serenes Haus versammelt und beten für die Fischer, dass sie heil nach Hause kommen mögen. Es klopft an die Tür. Die abergläubischen Fischer glauben, dass es der Tod ist. Es ist aber nicht der Tod, sondern Crown, der Bess holen will. Er verspottet die verängstigt versammelten Fischer. Verächtlich stößt er Porgy weg, der sich schützend vor Bess gestellt hat. Plötzlich sieht Clara in der Ferne, wie das Boot von Jake im Sturm kentert. Sie bittet Bess, für ihr Kind zu schauen und läuft zu den Booten. Niemand hat den Mut, ihr zu helfen. Einzig Crown macht sich auf den Weg, mit ihr in die See zu stechen. Die Nacht ist vorbei, der Sturm hat sich gelegt. In der Catfish Row sind die Fischer versammelt. Sie trauern um Clara, Jake und weitere, die ihr Leben im Sturm verloren haben. Crown ist nicht aufgetaucht. Doch Sporting Life ist sich sicher, dass er noch am Leben ist. Es wird Nacht und Bess hat Claras Kind im Arm. Crown schleicht sich in ihr Haus. Porgy hat ihm aufgelauert und ersticht ihn. Triumphierend zeigt er Bess Crowns Leiche und wirft sie auf den Platz. Am nächsten Morgen erscheint der Detective. Er verlangt von Porgy, dass er Crowns Leiche identifiziert. Porgy ist aufgewühlt, er kann Crown nicht ins Gesicht schauen. Er weigert sich und wird abgeführt. Porgy ist weg und Bess ist verzweifelt. Sporting Life bietet ihr an, ihn nach New York zu begleiten. Als sie ablehnt, drängt er sie, Rauschgift zu nehmen. Bess, die schon einmal süchtig war, verfällt wieder den Drogen und verlässt willenlos mit ihm den Ort. Als Porgy eine Woche später aus der Untersuchungshaft zurückkommt, begrüßen die Fischer den glücklichen Bettler. Er hat für alle Geschenke mitgebracht und erzählt, dass er sich weigerte, Crown ins Gesicht zu blicken. Als er nach Bess fragt, sind alle beklemmt. Maria empfiehlt ihm, Bess zu vergessen. Porgys Verzweiflung wächst. Sie erzählen ihm von ihrem Schicksal. Doch Porgy will Bess nicht vergessen. Er packt seine wenigen Habseligkeiten und macht sich auf den Weg nach New York.